Warum, warum, warum? Wiener Schleppwetter. Herrliche Regenpause. Donnerstag, 28. März immer noch. Wie man sieht, haben wir jetzt gerade mal ein bisschen Sonne. Was sehr schön ist, hatten bis vorhin, weiß nicht wann, hat es aufgehört zu regnen, vor 2 Stunden oder so. Und 14 Uhr gibt es den nächsten Regen. Und dann habe ich nochmal Vorhersage geguckt. Montag und Dienstag auch Vollgasregen, steht da jetzt in allen Wetter-Apps drin. Scheiße, also Kartoffeln haben Pause, also Acker hat Pause, da geht jetzt gar nichts. Ich werde mir jetzt eben den Weidemann schnappen, ein bisschen Futter zu den Eseln und zu den Lamas. Und dann habe ich, das ist jetzt auch schon kurz vor Mittag, dann habe ich nachmittag noch Termin bei Beratung und dann ist der Tag auch schon wieder gelaufen. Ja, so sieht das aus. Ruhe. Leute, ich bin so unfassbar müde, echt. Das ist ja peinlich. Ein Tag von früh bis spät und schon komplett kaputt. Ich habe mir nochmal meinen Hallo wach aus dem Kühlraum geholt. So, jetzt geht's los zur Landberatung. Ich brauche heute auch nur einen Aktenordner. Erstaunlicherweise, der ist hier. Wahrscheinlich 5 Minuten zu früh da, aber vielleicht komme ich dann auch 5 Minuten früher wieder raus. Keine Ahnung. Wenn ich da durch bin, muss ich nochmal eben flott zum Baumarkt was besorgen und dann ist Feierabend. Aber erstmal versuchen am Schreibtisch gleich nicht einzuschlafen. Bis gleich. Da ist er wieder, der Regen. Mensch, lange nicht gesehen. Das ist auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Totaler Scheiß, ey. Gestern ist mir die Kamera beim Trecker auch hinten links, da hatte ich also eine Platte rangeklebt, unter anderem auch abgefallen. Kamera, ey, Glück gehabt, dass sie nicht rausgefallen ist, weil die Scheibe gerade offen war. Kann denn keiner mehr anständiges Zeug bauen? Ist das alles nur noch Müll oder was? Und dafür auch noch extra teuer, weil es besonders geil ist. Meine Fresse. 3M, das hast du früher, hast du das irgendwo hingeklebt und das hast du nie wieder abgekriegt. Nie. Jetzt fällt es von alleine ab. Ohne das, was dran hängt sogar. Egal. Also, Beratung ist abgefrühstückt. Da könnte mich jetzt auch schon wieder ärgern. Ne? Rote Gebiete. Alles unterernähren. Weil es geil ist. Weil sie es können. Das ist zum Kotzen, ey. Ich wollte dann noch hier und da ein bisschen was anpassen. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe mir noch mal Besteck mitgenommen für Bodenproben. Ich will das noch mal auf einem Schlag, da will ich noch mal eine Probe nachziehen. Ich möchte das Minen noch mal genau wissen, weil ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass da noch was zu finden ist. Nach den 1000 Liter, die darauf gefallen sind. Regen. Ich glaube es nicht, aber gut, das werden wir dann wissen. Machen wir Dienstag, dann kann nämlich Dienstag gleich direkt den Probenahmestock und den Hammer und den ganzen Bums mit den Proben zusammen wieder hinbringen. Dann muss ich das nicht noch selber kühlen oder was weiß ich. Das mache ich Dienstagmorgen just in time. Irgendwie so ist zumindest mein Plan. Ich hoffe, das haut jetzt alles so hin. Wettermäßig wird uns sicherlich kein Strich durch die Rechnung gemacht, Proben zu ziehen, weil Ackern fürchte ich wird nicht gehen. Ich habe eben noch mal mit Florian telefoniert, der das Reparieren für uns macht, von dem wir auch den Flug dann immer haben. Einmal hatten wir ihn jetzt, aber den holen wir uns auch ein paar Mal mehr, um die Beete, den Beetformer. Er sagt auch, es ist jetzt Ostern. Hier können jetzt alle Ostern machen. Es braucht keiner auf dem Acker, es können alle Ostern machen, weil nichts geht. Es geht einfach gar nichts. So, Baumarkt habe ich auch abgefrühstückt, bin ich auch mit fertig. Jetzt ist es gleich 16 Uhr.
ab nach Hause. Und dann habe ich noch im Büro ein bisschen Schreibkram, ungefähr eine halbe Stunde. Hoffe ich, dass ich das in einer halben Stunde schaffe. Mit der Versicherung muss ich noch telefonieren, aber ich fürchte, dass die schon im Osterurlaub sind. Also ja, dauert das alles nicht mehr ganz lange und dann ist Feierabend. Somit sehen wir uns höchstwahrscheinlich irgendwann, aber heute nicht mehr. Tschüss. Hier ist Gründonnerstag, es ist quasi Feierabend. Jetzt ist die B75, die Striche sind, ich weiß ja nicht, wie weit die sind, hier vorne sind Striche. Jetzt ist das hier immer noch gesperrt. Wollen die das ernsthaft über Ostern jetzt auch noch gesperrt lassen oder was? Samstag, 30. März. Down by the barnyard where the donkeys roam. They play that old blues strumming on their homegrown guitars. Soulful melodies, they'll make your heart ache. Those Röper's hoof donkeys, they sure know how to play. Oh, let the blues take you down that dusty road. Feel the rhythm, let it seep into your soul. When those donkeys play, you can't help but sway. Acoustic blues taking your troubles away. In the worn out denim, they strum in harmony. The donkeys of Röpershof tell stories with every chord. Their mellow tunes, they heal all wounds. With every note they play, they'll leave you. Ein Update zum Regenrückhaltebecken. Junge, Junge, Junge. Da ist aber schon Wasser drin. Spaziergang gleich beendet fürs Erste. Und hier sind wir an dem Schlag, wo ich, da ist unsere Halle, wo ich die Beete geformt habe. Es ist komplett gesättigt hier. Es ist komplett wassergesättigt. Und wir haben noch richtig schön Regen angesagt. Montag, Dienstag, Mittwoch. Verdammte Axt. Der April macht, was er will. Ostermontag, 1. April. Es schifft. Quasi April-Scherzwetter. Scheiße. Leute. Ey, das ist auf einmal quasi dunkel geworden. Es ist 11 Uhr vormittags. Ich guck gerade aus dem Fenster, ich denke, was ist denn los? Guckt euch das mal an. Alter, da hinten kommt es wieder ein bisschen heller hoch. Oh, das ist hier. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Wetter schon wieder? Hier ist der Land unter wieder. Oh. Meine Güte. Aber so wie das aussieht, kann man das erkennen. Das zieht sehr schnell und da hinten ist heller. Also hier übers Dorf ist dann anscheinend das meiste aus diesem Schauer weg, rüber hinweg geflogen. Aber Wahnsinn. Kann nicht wahr sein, ey. Hinten auf der Weide ist auch kein Tier zu sehen, die haben sich alle verkrochen. Meine Güte. Das wird ein anstrengendes Frühjahr. Das wird anstrengend. Nächste Woche geht mit Sicherheit gar nichts. Diese Woche. Verdammte Axt. Sven sitzt am Fenster, schaut in den grauen Tag. Regentropfen fallen, der Boden wird zum Sumpf. Seine Träume von Feldern voller Kartoffeln weit und breit. Doch der Regen fällt durchgehend, es hört nicht auf. Sven möchte draußen drüben den Boden sanft bewegen. Die Kartoffelknollen in die Erde legen. Doch der Regen fällt weiter, ohne Unterlass. Seine Hoffnung schwindet, er steht vor der Trass. Regentage, wo gehst du? Svens Träume versinken werden nicht wahr.
Regentage, warum scheinst du nun ewig? Sven wünscht dich Sonnenschein, doch du bleibst ihn wunderbar. Kurz das trockene Zeitfenster hier genutzt, alle Viecher versorgen, damit die auch trocken fressen können. Hier, guckt euch das an. Was für eine Riesenscheiße. Hier hat er ein paar Meter schon separiert, also versucht. Echt, das wird gefühlt noch ewig dauern, bis hier wieder was geht. Gut, wir sind Sand. Für uns ist ewig was anderes als für Leute, die, die schweren Boden haben. Das ist auch so. Aber trotzdem, das ist nicht schön. Genau. Gar nicht schön. Geh fressen. Teufel, echt. Jetzt ist es wie spät? 12.33 Uhr. Nächster Regen. Ist im Anmarsch. Oh, Dienstag, 2. April. Heute nur 0, irgendwas Regen. Morgen wieder mehr. Aber zur Begrüßung die Sonne da, das ist schon mal was, ne? So, Jens kommt gleich. Wir gönnen uns einen Wochenstart-Kaffee. Und dann geht's für mich im Büro weiter. Dadurch, dass das Wetter jetzt so scheiße ist, ein bisschen mehr abarbeiten, dass wenn das auf dem Feld wieder richtig losgeht, dass das dann auch alles fertig ist. Mal schauen, ob das so hinhaut. Also, bis gleich. Mittwoch, 3. April. Gleich kommt Regen. Laut Wetterbericht ab 8. Keine Ahnung, jetzt ist 7. Oh, ja. Gestern die Kamera gar nicht mehr angehabt. Wir haben gestern noch Kartoffeln sortiert, da machen wir nachher den Rest eben. Wir haben gestern 40 Tonnen, weiß ich, wann, halb drei angefangen, halb drei bis fünf oder so, 40 Tonnen fertig gemacht. Ein Teil der Nachbaukartoffeln da hinten leuchtet auch der Kistenfüller, kann man das sehen? Weiß nicht. Teil der Nachbau nochmal rübergenommen, weil da doch wieder ein paar Faule zwischen waren und die wollen wir natürlich nicht in die Erde stecken. Deshalb nochmal rübergenommen und da sind jetzt noch, ich glaube, 6 Kisten oder sowas, die noch rüber sollen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das ist weniger. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall den Rest noch eben fertig machen nachher, wenn Jens da ist. Ja, und dann hoffen, dass das vielleicht Ende nächster Woche oder so, ich, keine Ahnung, ich kann es auch nicht einschätzen. Wir haben jetzt von der Wettervorhersage, hier hat Ronja schon wieder ein Loch gebuddelt. Oh, die ist so doof, ey. Noch einen Baum pflanzen. Werde vorher sagen, sieht gar nicht gut aus. Also, Regen, Regen, Regen. Ab Samstag angeblich trocken für 8 Tage oder so, für eine Woche. So, wenn das Samstag trocken bleibt, dann muss das erstmal abtrocknen. Also vielleicht kriegen wir dann nochmal ein paar Kartoffeln in der Erde, ich weiß es nicht. Ist nicht einfach im Moment. So. Mal schauen. Des Weiteren kommt in den nächsten Tagen irgendwann noch eine kleine Überraschung. Für mich. Aber ich schätze mal, ihr werdet auch überrascht sein. Jo, und dieses Jahr allgemein kommen dann noch, warte mal, 1, 2, 3 weitere Überraschungen. Aber das verrate ich noch nicht. Jetzt will ich erstmal noch schnell eine Tasse Kaffee trinken. Kinder verabschieden, die gehen gleich zur Schule. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht zu viel Regen gibt. Pflanzkartoffeln.
Vater hat sie geholt und wir bringen sie jetzt schnell in Kisten, weil bei dem Wetter braucht man eine Pflanze. Morgen 12 Liter angesagt. Ist der Trecker nass, regnet das? Oder was? Oder was? So, Senior Hobbyknebel, darum hat man 3 Kornschieber an der Heckklappe. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ist so, ne? Ja, besser als einer. Richtig, haben ist besser als brauchen. Dabei braucht man das sogar. So schön wie die neuen Sitze auch sind, ne? Diese Kopfstütze, die gefällt mir bei den neuen Sitzen überhaupt nicht, die man zur Seite schiebt. Ich habe das lieber ganz runter. Aber irgendwas ist ja immer. Was jetzt denn? Schnauze. Das gefällt mir nicht. Ich habe meinen Arm da gerne ganz drüber beim Rückwärtsfahren. Oh, das war ein bisschen viel. Ja. So, die kommen jetzt da wieder unter den Schirm. Dann machen wir die Planer runter, Portalklappen auf. Und dann kommen eine leere Kiste drauf für die nächsten Pflanzer, die wir morgen wohl holen können. Gut. Traumhaft. Hat er Licht auch angeschlossen? Hat er. Ah.
Warum, warum, warum? Weil wir es können. Ich habe die Kamera gerade angemacht, weil jetzt fragen sich bestimmt alle, warum haben wir die anderen lose gemacht und warum kommen hier jetzt Kisten drauf? Ja, und warum ist das so? Ich weiß das selber nicht. Weil die Pflanzer, die wir morgen holen, in 8 Kisten reinpassen. Ah, so, macht und die 27 Tonnen von eben nicht. Ja. Das kam von da. Da ist ein bisschen heller. Also sind die ersten Regenwolken heute über uns rübergeflogen, ohne sich auszuquetschen. Das heißt aber noch nichts. Donnerstag, 4. April. Es ist immer noch Regenpause. Und ich glaube, ich hatte von einer Überraschung erzählt, die heute geplant war, die fällt aus. Die fällt nicht ganz aus, nicht ersatzlos, aber sie fällt heute aus. Es wird nichts. Aber weil das Video jetzt höchstwahrscheinlich sehr kurz ist und mit wenig Action behaftet, will ich euch einen Tipp geben. Wir bekommen einen Schlepper zur Feldprobe. Was Feldprobe bedeutet, wer es weiß, darf es in die Kommentare schreiben. Und ich gebe einen Tipp. Der Schlepper hat rote Felgen. So, und jetzt dürft ihr mal mit mir in den Kommentaren spielen und Tipps abgeben, was es denn wohl ist. Und ich denke, dass ihr es im nächsten Video dann erfahren wird. Wann das nächste Video kommt, weiß ich noch nicht, weil, wie gesagt, der Wetterbericht ist so mies, dass es... Es ist einfach alles nass. Ne? Wenn man da brauchen wir jetzt nicht nochmal hinlaufen. Da bin ich ja gestern, keine Ahnung, ich bin die Tage da ja schon, habe euch das gezeigt. Das ist immer noch nass. Es ist genau genommen eher noch nasser. Damit geht es heute Nachmittag nochmal los. Eben Pflanzgut holen, was wir zugekauft haben. Wir kriegen auch nicht alles, was wir bestellt haben, aber eine Sorte ein bisschen geschoben. Die andere Sorte, ja, wir haben jetzt. Kann ich euch auch erzählen. Ich wollte gerne Euroviva eine gewisse Menge haben und das sieht im Moment ganz schlecht aus. Deshalb werden wir jetzt, ich hatte auch Stärkeprofi neu bestellt für uns, die hatten wir bislang noch nicht. Ich habe da Gutes von gehört, ich bin gespannt, wie die ist. Und davon kriegen wir ein bisschen mehr, sodass wir unterm Strich insgesamt dann, denke ich, genug Pflanzgut haben. Gestern ist der Rest ja hier noch durchsortiert. Gestern Vormittag. Die Kisten sind hier, kann man eh nicht sehen mit dem Lichtverhältnissen hier, ne? Ist egal. Die Kisten stehen alle wieder im Lager. Also ja, von uns aus kann es losgehen. Von Petrus aus nicht wirklich. Ist wie es ist. So, ich will mir mal im Jens suchen und dann verabscheuen wir uns aus diesem Video. Chef, nix hören. Was machst du hier? Dummes Zeug. So wie man es nicht machen sollte, glaube ich. Aber so dumm sieht das gar nicht aus. Also wer Angst um unser Leben hat, braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Das ist ein, nichts hält so lang wie ein Provisorium, richtig? Richtig, genau. Ist so. Also das ist jetzt gedacht für... Du hattest hier ja auch noch Pflaster aufgenommen, ne? Ja, hier. Da, hier war die, das KG-Rohr von der Regenwasserleitung war irgendwie kaputt, ne? Ja, war ein Loch drin. Ja, und deshalb war das abgesagt. Jens hat es geflickt und wieder die Steine reingezügelt, vögelt hier. Ja, das ist gedacht für die Fliese, die ja da noch immer halb draußen liegen auf der Giebelseite. Und die Giebelseite, die muss frei. Ja, muss ja auch mal irgendwann aufgeräumt werden. Ja, das hat auch einen Grund, aber den erzählen wir noch nicht. Kommt dann. Das kommt dann auch demnächst. Ja. Also, wie ich eben schon gesagt habe, es ist einfach alles ein bisschen nicht so geil. Ja. Wettermäßig, also das ist wie letztes Jahr mit der Ernte. Ne? Ja, alles immer nur so das knallauf. Das zieht sich wie zähes Kaugummi und es ist einfach nur nass. Das geht ja im Moment vielen so. Hannes sagte noch, bei denen, die kriegen gar keinen Regen ab, das ist irgendwie scheiße, ne? Die Verteilung ist, ja, ganz ist Mist. Ich habe schon gesagt, eigentlich braucht Petrus mal eine Applikationskarte, damit er weiß, wo es hin muss. Naja, ja. Gut. Aber dieses Video ist jetzt zu Ende, einfach aus dem Grunde, nicht weil es irgendwie zu lang wäre, das ist ja tendenziell eher zu kurz, vermute ich, aber die Zeit ist irgendwie, das wird nachher zu spät alles. Also ich habe ja keinen Bock, irgendwie jetzt 2 Wochen in einem Video zu haben. Ja. Das ist irgendwie auch Mist. Ja, Mist. Und aus dem Grunde gibt es jetzt
war sie das hier jetzt ein kurzes Update und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Video. Wann das nächste Video kommt, weiß ich auch noch nicht. Ja, also ich tendenziell denke ich, glaube ich, eher nicht Sonntag, weil es ist ja einfach nur Regen. Ne? Ja, es tut sich nicht viel hier im Moment. Wir machen jetzt ein bisschen Flick und Aufräumen und ja, Tüdelkram, aber das ist alles nichts, wo man jetzt großartig stundenlang rumfilmen soll. Deshalb, wie gesagt, wenn es actionmäßig weitergeht, dann gibt es auch wieder 2 Videos die Woche. Ja. Sobald wir aufs Feld kommen, ist ein Alarm und dann sehen wir weiter. Also, wir hoffen, dass es euch, also ich hoffe, das hoffst du auch, ich dass denen auch, das trotzdem gefallen hat. Ja, es gibt nun mal nicht immer Action, dann ist auch mal eben so eine kleine Durststrecke, da freut man sich auf das nächste, wenn es dann richtig losgeht. Jetzt, wo du Durst hast? Ist das denn schon so? 9:30 in Deutschland? Ja, 9:30 morgens, 9:30 in Deutschland. Nein, also nein, wir haben nicht getrunken. Wir haben es auch nicht vor. Nein, nee. Feierabend heute Abend gibt es, ja, glaube ich. Das gibt's auch wohl. Also genug gesammelt. Vielen Dank. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Reinhauen. Wir singen. Und so, reicht die Platten dann? Das ist ein Muss. Wir haben Spaß überall. Mit unseren Freunden, wir sind im Rad.